Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute Tobi, was machst du hier? Ja, warte mal, du hast doch... Ich nehme das alleine auf, Tobi. Screenscreen-React. Ja, aber... Bis später, schönen Tag. Ja. Ciao. Leute, wir haben wieder die ganzen Memes der Classic Original Co-Founder des Internets, der Meme-Kultur gefunden. Und wir sind heute wieder zurück bei einem weiteren Meme-React, meine Freunde. Thomas, der gute Boy, hat auf jeden Fall alles zusammengesammelt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach zusammen durch die wunderbare Welt der Memes, meine Freunde, und schauen uns einfach mal an, was ihr da so veranstaltet habt. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten Video. Auf geht's. Blitzmann, Todesgeschossangriff! You boys are gonna pay for that! Ah! Als ob, Junge, was? Das Angel-Film ist das. Richtig, richtig gut gemacht, Digga. Dafür gibt's auf jeden Fall erstmal einen fetten Retweet reingedrückt, Digga. Oh, Digga. Okay, was haben wir hier? Oh, was habe ich da gebaut? Blitzmann, warum? Ja, man kennt's, wenn man plötzlich einen eigenen Cutter auf die Beine gestellt hat, der dann solche Videos von Cutter Krasavage-Parodien hochlädt. Willst du, dass du verreckst, ey, ey. Will, dass du es checkst, babe. Ist das, was Autos aufhält, gib ein fettes Bußgeld. Ja, Leute, ich habe auch schon überlegt, Thomas zu feuern. Ich hoffe mal, er schneidet das Video. Ah, nee, Thomas schneidet das Video sicherlich. Jedenfalls schaut euch das Originalvideo sicherlich nicht an. Das ist nicht in der Videobeschreibung verlinkt. Guck mal, was wir hier haben. Blitzmann, Toilettengang! Mad Respect erstmal dafür für den Soundeffekt und dass ich Evive ausgekackt habe. Eine Sache, die ich auf jeden Fall tatsächlich mir irgendwo selber noch anlaste. Das Problem ist halt, dass Evive quasi durch mich auf dieser Plattform so groß geworden ist. Dementsprechend ist das Auskacken von Evive tatsächlich eine ganz schöne Metapher für Evives ganze YouTube-Laufbahn. Gucken wir mal, was wir hier noch haben, meine Freunde. Blitzmann, Toilettengang! Interessant, Thomas. Danke, dass du mir den Leichenlink zweimal reingepackt hast. Ist auf jeden Fall echt wertvoll und da muss ich sagen, ganz toll, wie du deinen Job machst. Dich fick doch! Interessant. Dich fick ich noch. Ja, würde ich fast schon sagen, bekunde ich jetzt hier absolut gar kein Interesse an dieser Aktivität und würde einfach sagen, ich lasse das einfach mal stecken an der Stelle. Also ich lasse es nicht stecken, also ich mach's nicht. Blitzmann, Musikangriff! Ja, Mann, ja, Mann. Ja gut, Leute, das ist natürlich eine Geheimwaffe, da kann natürlich kein Staat, keine Armee der Welt, kein Mensch, ja, kann diesem schrecklichen Klängen widerstehen, meine Freunde. Auf jeden Fall auch von der Genfer Konfession bis jetzt als Kriegsverbrechen eingestuft worden, Wap-Wap im Krieg zu spielen, meine Freunde. Oh! Was habe ich da gebaut? Blitzmann, warum? An der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, meine Freunde, sollte ich Katja Krasavage tatsächlich konstruiert haben, wäre ich wirklich froh, denn das ganze Geld, was aus den Songs, ihrer Live-Tour, ihren Erotik-Webartikeln und ihren kompletten Kram, den sie daraus nach Merchandise verballert und ihrem Private-Snapchat-Account und so weiter und so fort, zur Hälfte nur an mich gehen würde, meine Freunde, würde ich wahrscheinlich ein sehr viel erfüllteres und glücklicheres Leben führen. Von daher ist die Konstruktion von Katja Krasavage eigentlich gar nicht so schlecht gewesen und auf jeden Fall ein riesiges Shoutout an den plastischen Chirurg, der den Haufen zusammengenäht hat, meine Freunde. Richtig, richtig geil. Toilettengang! Ja, Leute, seht euch das mal an. Das sind meine Superkräfte. Nimm das, Bösewicht! Da, du! Da, ha, ba, da, da. Dich fick ich noch! Da. Was war das gerade mit Tanzverbot, Alter? Nimm das, Bösewicht! Da, du! Da, ha, ba, da, da. Da. Ja, der Laserdab, meine Freunde, einer meiner beliebtesten Attacken überhaupt. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, wenn ihr im Club irgendwie mal angemacht werdet, macht einfach den Laserdab, meine Freunde, schreit dabei ganz laut Dööö! Und ihr werdet auf jeden Fall sicher sein. Müsst euch keine Sorgen machen, der Laserdab hilft euch aus jeder brenzligen Situation ganz easy raus. Schau, was der liebe Gabs hier gemacht hat, Leute. Gucken wir mal hier. Blitzmann, Toilettengang! Ah! Revi, ich werde dich vernichten. Was war das für ein Kampf? Was war das? Hä? Nochmal, nochmal. Moment, nochmal. Blitzmann, Toilettengang! Was ist mit Katjas Unterkörper passiert? Warum fehlt der Rest, Alter? Was ist denn das? Revi, ich werde dich vernichten. Ja, wer kennt's nicht, meine Freunde? Wenn man in den Park gehen will, einfach im Park einen abseilen möchte und Katja Krasavage einem sagt, ich werde dich vernichten, auf jeden Fall eine brenzlige Situation. Da kann man auf jeden Fall mal ein gescheites Kamehameha rauslassen. Blitzmann, Teleportation! Oh nein, Super Smash Bros. Wo bin ich? Wo bin ich? Blitzmann, Special-Fähigkeit, Inkompetenz. Ja moin, auf jeden Fall, richtig, richtig gut gemacht. Gab's, Digga, gefällt mir, Alter. Was haben wir hier noch? Herr Revinzer, das haben wir hier, der Trailer zu Revinzer, der Film. Dicker, einen kompletten Film hat er mir gemacht. Ich bin gespannt. Leg den Himmel mal an, sonst krieg ich Schreck auf Fresse. Wer kennt's nicht? Der Marvin Metro Goldmeier, der Löwe, ersetzt durch einen Typen mit einem Baseballschläger. Auch cool.
der Film, Alter. Eine wahre Geschichte. Oh damn, oh damn, oh damn. Ja Mann, in meinem Gym, wo ich durchgehend trainiere, Leute. Mit Action und mit Knarren. Geil, Alter, geil. Komm mal ran, ich mach kaputt, Junge. Er bekämpft das Böse. Ja Mann, das ist genau meine Rolle, das ist genau meine Rolle. Ich sehe mich da drin. Jo Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier. Männer, seid bereit zu kämpfen! Ich hab mir ein neues Auto gekauft. In die Stadt! Ist so geil fahren. Wir haben so viel PS und wir waren eben schon Drift und so, aber das war richtig, richtig... Alter! Mit einem Kostüm. Blitzmann fliegt! Ja! Immer der Krieg gegen A Vibe. Der Schützer des Universums. Ja! Und Musik auch, Alter, geil. Blitzmann, Musikangriff! Ich esse Blitzmann, Was hab ich da gebaut? Blitzmann, warum? Gewinnzeit, der Film. Nie im Kino. Leute, ich liebe euch einfach, Digga. Keine Community gibt sich so viel Mühe wie ihr geisteskranken Vögel, Alter. Ich lieb's einfach richtig, richtig gut, Mann. Two Gays for Pauna. Dankeschön, Digga. Ehrenmann, Alter. Richtig, richtig gut gemacht, Digga. Wirklich. Was haben wir hier? Blitzmann, Toilettengang. Ja, wer kennt's nicht, meine Freunde, wenn ich in eure Wohnung komme und einfach in eure neue Küche schaue. So bin ich ja. Man kennt mich ja so. Was haben wir hier? Blitzmann, Teleportation. Blitzmann, Toilettengang. Ah. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, meine Freunde. Die Blitzmann-Teleportation macht gerade Sinn, wenn man, wie gesagt, Blitzmann-Toilettengang machen muss. Da ist es auf jeden Fall echt hilfreich, diese Superkraft zu haben. Von Aerostar, guck mal hier. Abenteuer vom Blitzmann, Digga. Hey, warum ist das Caillou, Alter? Ach nein, Junge. Was gebe ich mir hier? Nur keine Angst. Super Caillou wird dem Regen Einhalt gebieten. Inzwischen. Blitzmann geht durch die Stadt. Ich bin Blitzmann! Moment mal. Hier in der Nähe ist doch Super Caillou, der Sack. Der bekommt eine Abreibung. Blitzmann! Lukas, das wäre echt nice, wenn du die Fresse halten würdest, verdammt nochmal! Können wir uns darauf einigen, dass die Evive-HD-Disse in den Videos niemals aufhören? Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Blitzmann, Musikangriff! Los, Blitzmann, gib's ihm! Ja, Mann, mit Hardbass! Ich bin Blitzmann! Richtig, richtig fett, Digga. Richtig, richtig gut gemacht, Alter. Jungs und Mädels, Alter, ihr gebt euch echt richtig krass Mühe. Richtig geil. Natürlich sind alle Links nochmal in der Videobeschreibung, Leute. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Oh, hey. Komm schon, Digga. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Blitzmann, Todesgeschossangriff! Mann, Alter. Oh, damn. Wie viele Toiletten von Revinzeit wohl zerstört wurden? Ehrliche Antwort. Okay, schauen wir mal. Blitzmann, Toilettengang! Ja, tut mir leid dafür. Ich habe nur versucht, das Klo frei zu bekommen. War vielleicht ein bisschen viel Druck drauf. Hier, Thomas hat mir jetzt gerade was geschickt, was ich als erstes anschauen wollte. Dann machen wir das doch direkt. Mal gucken wir mal ganz kurz, was Fabian hier gemacht hat. Hoffe, es gefällt mir. Also. So politische Einstellung. Alter. Jeder weiß, dass es auf der Longboard-Tour genauso abgegangen ist, meine Freunde. Blitzmann hat aus der Zukunft eine Kastanie auf Unge geschossen, Alter. Weil er sich zur politischen Einstellung äußern wollte. Sowas kann Blitzmann natürlich gar nicht haben, meine Freunde. Und zu guter Letzt, meine Freunde, haben wir hier noch einmal. Ich hoffe, euch gefällt. War ein Haufen Arbeit. Alle Rechte gebe ich an Revi. Danke dafür. Kai, ich guck einfach mal rein. Blitzmann, Toilettengang. Alter, CGI des Todes, Bruder. Blitzmann fliegt. Digga. Ich bin Blitzmann. Blitzmann Teleportation. Oh, Bruder, Digga. Alter. CGI des Todes, Kai. Well, well, well. Meine Freunde, ich bin sehr stolz auf jeden einzelnen von euch, der hier partizipiert hat. Sämtliche Links sind natürlich in der Videobeschreibung. Und ich würde mich sehr darüber freuen, meine Freunde. Wenn ihr einen weiteren Part sehen wollt, smash den Like-Button wieder nach oben. Dabbt euch durchs Universum. Ich küsse eure Augen, wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, eine nette Woche. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.